Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann Reloaded mit dem Paul Boxy Simon. Hallo. Hallo. Ich hab den Kompass rausgekratzt. Okay. Achso, du willst nichts mehr sagen während des Intros, ne? Ich ja, verstehe hier, ja, ich verstehe die Theorie. Alles gut. Wenn du es schon ankündigst, dann sage ich sicher nichts mehr. Ja, du wolltest das ankündigen, habe ich gemacht. Kein Problem. Ja, eben. Dann schwätzt doch keiner zwischen rein. Der Kompost hat aber auch schon noch einen Betonsockel. Als wie das irgendwie problematisch wäre, weißt du? Wir sind hier nicht bei einem hochprofessionellen Fernsehstudio. Doch, klar. Nein. Ah, Nedo. Dieses Feld hier, das Feld 11 ist eins der, das mag ich überhaupt nicht. Simon, was ist denn los? Da kann man nicht GPS fahren und sich zurücklehnen, ne? Es ist so unförmig, so speziell, so. Schön, ich würde einfach sagen schön. Einfach schön. Haben wir eigentlich gar kein Platinum-Addon hier drauf? Nee, ne? Nein. Schade. Warum schade? Den Scheiß kauft eh keiner. Zuckerrübe, ne, wie heißt das, Zucker? Zuckerrohr. Zuckerrohr. Zuckerrohr, genau. Auf jeden Fall irgendwas mit Zucker. Ja, ja, aber das weiß ich auch noch. Ich finde, das Platinum-Addon war das dümmste DLC, was sie rausgebracht haben. Ja, war halt auch für den amerikanischen Markt wahrscheinlich. Die Map kannst du absolut vergessen, ist ja scheiße und... Wow, Zuckerrohr, wow. Das macht vielleicht mal Spaß, aber... Auf Dauer. Hört ihr die Begeisterung, liebe Zuschauer? Sie ist real. Warum so sprechen zu hören, ne? Ja, was für schade, ja. Ach, voll Scheiße, wieder Scheiße hier, doch. Kurz Frage, hast du es trotzdem gekauft? Ich glaube, wir sollten demnächst mal Paul mit zum Interview nach Giants schicken. Ja. Ja. Das wird Spaß. Dann kommt Paul, ja. Dann kommt Giants mit irgendeiner geilen Sache um die Ecke und passt. Was soll denn der Scheiß hier, Alter? Mach doch mal weg hier. So ein richtiger Minusmensch, ey. Aber was gescheit das hier? Boah, mach mal vernünftiger, jetzt baut doch mal einen schönen Fentchen hier, meine Güte. Ja, zum Beispiel. Bau doch mal eine vernünftige Karte. Wollen wir dann an der BGA diesen mega großen Silo-Ding voll machen? Können wir machen, ja. Boah, geil. Du weißt aber, der Fan steht im Silo, ne? Paul, du hast doch was falsch verstanden. Nee, der hat Doppelbereifung. Nein. Der kommt ins Silo. Da können wir irgendeinen Popel-Deutz reinstellen. Nix da. Hier, diesen mit, wie heißt es? Düngebereifung, wollte ich schon sagen. Pflegebereifung, ja. Pflegebereifung. Düngebereifung klingt auch gut. Jo. Alles dasselbe, weißt du? Nein, nicht alles dasselbe. Nicht wirklich, nein. Da haben sich die Ingenieure jahrelang den Kopf drüber zerbrochen. Und du sagst alles das Gleiche? Du sagst wahrscheinlich auch Golf Polo, ne? Golf Polo? Ja. Ja. Nein. Meine, auch Porsche. Meine Freundin, Porsche. Meine Freundin immer. Ich frag so, was willst du für ein Auto haben? Ja, Golf Polo. Sag, hä? Was jetzt? Golf oder Polo? Ja, Golf Polo. Es läuft so nicht. Entweder Golf oder Polo. Das sind zwei Autos. Nee, das ist ein Auto. Genau. Also ich meine, mittlerweile sind wir fast dieselben Autos, aber... Ja, aber einfach diese Sicherheit dahinter, ne? Ja, Golf Polo, ne? Ist ja ganz klar, also bitte. Oh, wer ist so, da was? Kaufst du eine Hälfte Golf und die andere Hälfte Polo? Ja. So ein Dreck hier. Wer ist da was? Paul würdet sich erstmal. Hörte sie sich an, als ob Paul eine Verpackung öffnen würde. Ja, das war Lindor, habe ich gehört. Weit daneben. Was? Na, wahrscheinlich Chips. Paul, mach's noch mal bitte einmal. Ja, genau, mach's noch mal. Wir müssen das jetzt raten. Ach Gott. Jetzt habe ich's gerade schon weggeschmissen. Nee, warte. Das gilt nicht, warte. Es hört sich an wie ein Kinderpinguin. Nein. Ist das was Schokoladiges? Es ist Schokolade drin. Schokolade drin, warte. Ah, es wird heiß, warte.
Nutella? Ist es, ist ja, in so einer Form. Ah, dieses Ding, dieses To-Go, Nutella-To-Go-Dingens. Ich habe nicht gesagt, dass Nutella drin ist, nur in der Form. Es ist zäh. Wahrscheinlich Haselnusscreme drin. Hast du eine Prinzenrolle gemampft oder was? Nö. Nuss-Nougat ist drin, laut Verpackung. Und was ist außenrum? Verpackung? Nein. Keks? Nein. Lachs? Ich sehe schon, wir raten noch im nächsten Jahrhundert weiter. Kann nicht. Was war außenrum, Paul? Ein Gipfeli. Oh, nee. Ah, das war so ein Nuss-Nougat-Croissant, oder was? Ja, genau. Ach, sowas Ekelhaftes, okay. Ja, ich konnte einmal nicht dran vorbeilaufen. Ich habe heute tatsächlich auch welche gekauft. Siehst du? Aber wahrscheinlich für sich selbst. Nein. Macht der Sohn mal einen Aufstand am Montag. Simon, du hast auch einen eigenen Haushalt, ne? Ja. Was zahlst du ungefähr in der Woche für deinen Einkauf, Lebensmittel? Oh, pro Woche? Ja, ungefähr. Also wenn es gut läuft, ein Hunderter geht bestimmt drauf. Schon, ne? Haben wir auch gedacht. Für ein Personenhaushalt, ein Hunderter. Ja, das geht schnell. Weißt du, wie viel Schokolade im Keller liegt, Alter? Nein, mittlerweile nicht mehr ganz so viel. Mittlerweile. Aber ich war heute einkaufen und habe 120 Euro bezahlt. Und hab wirklich nicht viel mit nach Hause genommen, ne? Mann, also kauft ihr mal für die ganze Woche? Ja, die Idee ist gut, aber es passiert nie. Ja. Ne, nicht unbedingt für die ganze Woche. Weil manche kaufen ja, also wirklich am Wochenende machen Großeinkauf für die ganze Woche. Ja, also, aber dass sie gar nicht einkaufen das müssen. Das kann die nicht, weil ja, wir, die nennen sich Schweizer. Weil wir, ja, wir entscheiden auch spontan unter der Woche, was wir abends essen. Wenn du wirklich für die ganze Woche einkaufst, dann steht da eigentlich schon fest, was du die ganze Woche essen wirst. Ja. Ich gehe meist alle zwei Tage ich einkaufen. Zum Beispiel, was man bei so einem Großeinkauf, sagen wir mal, ein Anführungsstrichen Großeinkauf kaufen kann, ist was sich länger hält, was ich Nudeln und Reis und so ein Gedöns. Ja, genau, Mehl und Zucker und so ein Zeug. Ja, genau. Das hat man aber einmal. Und alles andere, so Obst und Gemüse, das mache ich halt alle zwei Tage, kommt da was Neues. Ja, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Brot. Genau, alles, was irgendwie sehr stark verderblich ist. Und ich hab's halt auch nicht weit bis zum nächsten Supermarkt. Ja, wir auch nicht. Ich sag dazu nichts. Warum? Wohnst du im Supermarkt? Nee, das Gegenteil. So weit weg? Ja, so circa 3 Kilometer. Amazon liefert, ne? Nee. Brauche ich nicht. Alter, 3 Kilometer ist doch gar nichts. Nee, nee. Zweimal umfallen, ist er da. Ey, habt ihr gehört? Ist halt im nächsten Ort, ne? Amazon will jetzt Weihnachtsbäume verkaufen. Was? Das ist nicht neu. Für mich ist neu. Ich habe das letzte Woche in der Zeitung gelesen. Das ist nicht neu. Das gibt's schon seit 2010. Echt? Alter Schwede. Ja. Okay. Also, ich habe jetzt noch nicht daran gedacht, bei Amazon einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Ich google jetzt erstmal, ob ich schon mal vorbestellen kann. Ob die schon Vorbestellung annehmen. Also, schöne Nordmann-Tanne, kein Problem. Einen kompletten LKW, bitte. Ja, ein Plastikbaum hier, bitte. Nee, Plastikbaum ist kacke. Nein, echt? Wo finde ich das? Gibt's da extra eine Seite, nee, oder? Nee, noch nicht. Ist noch so früh, Boxi, wir haben September. Ich will aber vorbestellen. Ja. Die Weihnachtsbäumchen, die wachsen noch ein bisschen. Ja, und lagert man die dann irgendwie ein, oder wie machen die das? Die werden schockgefrostet. Nein. Quatsch, dann kommt das in Time an. Dann werden die Nadeln mit Sekundenkleber wieder dran geheftet und dann wird er verkauft. Oh ja. Mann. Simon, der Verkäufer, die kommt just in Time an. Mit 22,7 Grad. Und ein bisschen Wasser unten dran. Das Thema ja schon drum gewickelt. Wie sich das Wasser hält. Und dann kommen wieder diese Kombi-Angebote, ne? Kaufen Sie jetzt auch den Christbaumständer dazu und die Lichterkette und weiß ich nicht, was noch alles. Ja, Chris, der wurde immer angezeigt. Diese Kunden haben auch folgende andere Produkte erworben.
gebe euch mal ganz kurz einen Tipp, damit es nicht zu ekelhaft wird. Nee, das kann ich nicht sagen. Jetzt doch nicht. Kauft mal Luftballone. Guckt euch mal an, Luftballone für Erwachsene. Was da alles, haben auch Kunden dazu gekauft, was da alles dabei ist. Oh, alter Schwede. Ich habe mich weggeworfen, ey. Also es gab mal so ein Bild. Da stand dann war so ein oben Kettensäge abgebildet und unten drunter wurde Kunden haben auch irgendwie Mülltüten mitgekauft oder so. Alter Schwede. Oder Panzertape. Ja, irgendwie so total kranke Sachen waren dabei. Das. Also, bis 2,1 Meter sind die Weihnachtsbäume groß. Oh lol. Und es gibt, kenne ich gar nicht, Frasertannen, Balsamtannen, Weißfichten und Zimmertannen. Wo ist die gute alte Nordmann-Tanne? Warte mal, Prime-Nutzer sollen bestellte Weihnachtsbäume teils innerhalb von 2 Tagen geliefert bekommen. Ja, die werden wahrscheinlich frisch geschlagen. Jetzt stellt euch mal so eine Halle vor, wo tausende Bäume drin rumliegen. Warte mal. Ich bestelle mir so einen Baum, ne? Ich möchte wissen, ob da ein Amazon-Karton rum ist. Das muss ich... Ich meine, da ist dann so eine Amazon-Schleife vielleicht drum. So, nee, eine... das muss im Karton, weißt du? Das muss ja im stabilen Karton geliefert werden. Oh, außerdem hat das Unternehmen darunter Adventskränze und Blumen deutlich ausgeweitet. Schönes Ding. Ich empfehle euch den Sternartikel. Die kommen wirklich im Karton. Ja, ehrlich? Ja, die kommen wirklich im Karton. Ich wollte immer schon mal so einen 2-Meter-Karton von Amazon haben. Die kommen im Karton und unten drunter ist so eine Art, so eine Watte oder irgendwie so ein Watte-ähnliches Zeug, was die flüssig, was Wasser hält, damit die Bäume nicht kaputt oder gehen. Aber, ey, das ist nur in den USA, ne? Nur USA. Was denn, mit den Tannenbäumen? Ja, steht da. Nein. Okay. Du musst halt auf Amazon.de gehen, nicht auf Punkt kommen. Nee, ich lese mir gerade einen Artikel durch. Hier steht, in den USA dürfte es in dieser Saison also kein ungewöhnliches Bild sein, wenn der Postbote ein riesiges Amazon-Paket da behält. Was ist das denn? Ah. Ach ja, ich bestelle mir so ein Bäumchen bei Amazon. Herrlich. Die werden so nackig sein, ne? Und können wir da ein Unboxing machen? Da können wir ein Unboxing machen, auf alle Fälle. Oh, herrlich. Der Amazon war das. Ich glaube, es ist besser, wenn man das beim örtlichen Händler irgendwie sich. Ja, aber das ist ja auch ein kauft. Test. Weißt du, wir wollen ja auch wissen, was Amazon wirklich für eine Qualität liefert. Genau. Paul. Ja. Was wird das? Ich war ein Streifen über 3 Felder, warum? Das ist nicht dein Ernst. Warum nicht? Wenn man durchfahren kann, kann man durchfahren, oder? Also ich kann jetzt sagen, die Straße wird jetzt. Nein, ich habe schön aufgelassen, ja. Erfolgreich nicht gedüngt. Ne? Aber da steht ja bestimmt nicht Versand durch Amazon. Nee. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Sicher, wahrscheinlich so Versand durch Pflanzenshop 24 oder so. Baumschule 24. Ja. Wer hat sich das schon notiert? Ich habe das die Woche mal in der Zeitung gelesen und gedacht, läuft. Ich habe mich ja, nee, mein Vater fragt mich ernsthaft, kommt ihr auch mit der Drohne? Was? Erste Aussage von meinem Vater. Kommt ihr auch mit der Drohne? Ich weiß nicht, was die Amerikaner so für beim Militär für Fluggeräte noch haben. So, wo muss ich denn hin? So, es ist offiziell, wir haben keine Silage mehr. Nirgends mehr? Nö. Dann müsste man mal wieder Häckselgut in den Fermenter werfen. Mach ich, kein Problem. Bin am Sehen. Wir müssten noch 300.000, 400.000 Liter mindestens rum haben. Okay. Ich hab das Gefühl, Werner schmeißt überall irgendwas rein. Ich mach ein Häufchen überall, kein Problem. Wo hast du die ganze Silage hingeballert? Ja. Alter. War aber nur 2-3 Fuhren, ne? Mehr war da nicht. Werner will Gas haben. Ja. Gas. Gib Gas. Paul ist ein bisschen schlecht gerade, das Feld muss fertig werden. Ja, denkst du bei mir nicht?
Ja, gut. Gut. Du hast mehr Arbeit, beide. Aber wir sind erstmal fertig für diese Folge. Liebe Leute, wenn ihr euch auch einen Tannenbaum von Amazon bestellt, schreibt mal in die Kommentare. wir werden da auf alle Fälle mal ein Unboxing machen, wenn das gewünscht ist. Wir sehen uns aber heute, wenn ihr möchtet, noch einmal um 16 Uhr zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao. Baby.